kann ja nicht immer nur nach oben gehen. Ihr schaut den BTC Echo Wochenrückblick, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Woche durften wir ein paar Kurs-, Tal- und Hochfahrten erleben. Wir schauen auf das Marktkapital der aller Kryptowährungen und die ist in den letzten Tagen einfach mal 20 Milliarden US-Dollar eingebrochen und dann wieder hochgekommen. Ist doch gut, solange es wieder nach oben kommt, oder? Bitcoin auf dem ersten Platz mit 2644 US-Dollar, Ethereum mit atemberaubenden 372 US-Dollar hat in dieser Woche auch schon die 400 US-Dollar erreicht und ja, wer weiß, vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ethereum mal Bitcoin überholen wird. Wir kommen da übrigens noch später in diesem Wochenrückblick drauf zurück. Litecoin auch mega stark, 36% Wachstum, jetzt bei 45 US-Dollar. Also ich meine, ich kann mich erinnern, Anfang dieses Jahres, da lag der Preis noch im Einerbereich. Ne? Genauso wie NEM, Dash und IOTA. IOTA jetzt auch neu dazugekommen, in die Top 10 da rein. Monero ist etwas weiter zurückgerutscht, sieht aber preislich zurzeit auch ganz gut aus. Ja, schauen wir uns mal an, was wir diese Woche hatten. Ethereum Classic, wir gehen nochmal zurück. Ethereum Classic, wo stehen die jetzt gerade? 20 Dollar und 10 Cent. Die wurden jetzt in den Bloomberg Terminals gelistet. Das sind Terminals, wo man verschiedene Währungspaare sehen kann. Und Barry Silbert, wir hatten den schon mal in einem Artikel davor, der unterstützt jetzt mit seiner Digital Currency Group die Entwicklung von Ethereum Classic. Ob das in Zukunft zu Kurswachstum führt, werden wir sehen. Wir haben eine neue Reihe namens New Chains on the Block. Hier schreibt unser Philipp Giese über verschiedene Altcoins. In dieser Woche Sia Coin, Bytecoin war auch schon dran. Wenn euch diese anderen Altcoins interessieren, schaut da einfach rein, super gut und einfach erklärt. Warum sprechen alle von dem Flippening und was ist das Flippening eigentlich? Das Flippening ist genau das, was ich vorher bei den Preisen angesprochen habe. Die Möglichkeit, dass Ethereum an Bitcoin vorbeiziehen wird, könnte, ich sage jetzt erstmal könnte, weil ich will jetzt keine Unruhe stiften. Wie sehen die Fakten aus? Das Marktkapital von Ethereum wächst sehr stark und nähert sich dem Marktkapital von Bitcoin. Die Transaktionen haben teilweise auch schon die Transaktionen von Bitcoin überholt und es gibt viel mehr Nodes, fast viermal so viele Ethereum-Nodes wie Bitcoin-Nodes. Klingt ganz interessant und man könnte sich jetzt denken, Ethereum ist das neue Bitcoin, aber halt, wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, dass Bitcoin ein Zahlungssystem ist und Ethereum nie für ein Zahlungssystem gedacht war. Chefentwickler Vitalik Buterin hat immer gesagt, es handelt sich hier um einen Weltcomputer im Gegensatz zu einem Geldsystem. Dann gab es in dieser Woche den Bancor ICO, in dem 156 Millionen US-Dollar innerhalb von 3 Stunden gesammelt worden sind. Habt ihr da rein investiert? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Mich würde das interessieren. Es wurde richtig viel Geld gesammelt und zwischenzeitlich haben die Betreiber vom Bancor ICO mitbekommen, dass es bösartige Angriffe aufs Netzwerk gab. Es gab auch Leute, die versucht haben, irgendwie das Geld auf ihre Wallets zu leiten, indem die dann angebliche Bancor-Wallets angeboten haben und dann gesagt haben, ihr müsst jetzt nur eure Ether hier hinschicken und dann kriegt ihr, dann könnt ihr an dem ICO teilnehmen. Ziemlich shady, ziemlich zwielichtig. Und es ist ja wahnsinnig, wie viele ICOs in letzter Zeit auf den Markt kommen. Und wer wird dann natürlich auch mit auf den Geschmack kommen? Die amerikanische Börsenaufsicht, SEC. Und die möchte sich jetzt darum kümmern, dass es in Zukunft eine Regulierung für diese ICOs gibt. Und wie wir sehen, da werden einfach mal 156 Millionen innerhalb von 3 Stunden für ein Projekt ausgegeben, für ein ICO. Wenn die Amerikaner das so vormachen, können wir ziemlich sicher sein, dass unsere europäische Gesetzgebung da nicht mehr lange fackeln wird. Falls ihr sie noch nicht geguckt habt, schaut euch unsere Bitcoin in Europe Reportage an. Im Teil 1 waren wir in Wien. Wir haben mit verschiedenen Bitcoin-Unternehmen gesprochen. Wir haben eigene Bitcoin-Transaktionen ausgeführt, haben Bitcoin im Alltag eingesetzt. Ist ziemlich interessant. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Gebt einfach ein BTC Echo, kommt auf unseren Kanal und könnt euch dann da die Reportage angucken. Es gibt jetzt auch den zweiten Teil von Bitcoin in Europe. Da waren wir in Prag. Die Dokumentation ist etwas länger, ungefähr eine halbe Stunde lang. Auch voll mit richtig interessanten Informationen mit Genesis Mining und dem Crypto Anarchy Institute in Prag.
Schaut einfach mal rein und lasst ein Like da. So, das war's auch schon wieder mit dem BTC Echo Wochenrückblick. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.